Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Wir spielen heute eine weitere Runde Roblox Blocks Fruits. Und tatsächlich spielen wir heute gar nicht grundsätzlich so viel, sondern wir sprechen ein bisschen mehr. Wie ihr sehen könnt, es ist heute eine YD's Top 6. Und die heutige Top 6 geht darum, um die Früchte mit der größten Aura. Es ist eine Liste, die ich mir jetzt gerade im Moment ausgedacht habe. Ich weiß, dass die einen oder anderen eben halt auch noch Bock haben, zum Beispiel meine Lieblings-Anime-Charaktere und so weiter und so fort zu sehen. Das werde ich vielleicht auch in den nächsten paar Tagen mal rausbringen. Aber heute erstmal eine kleine Tierlist. Hier bitte aufpassen. Subjektive Meinung. Es kann sein, dass ihr anders das seht. Eure Meinung gerne in die Kommentare, damit ich da was von höre. So, und wenn wir von Aura sprechen, ist es einfach so, es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, wie man das für euch definieren kann. Ich persönlich werde immer sagen, warum ich diese ein oder andere Frucht für etwas aurahaltiger empfinde als die anderen. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an. Platz Nummer 6 ist für mich immer noch die Gummifrucht. Warum die Gummifrucht? Die Gummifrucht hat für mich schon alleine dadurch Aura, weil im Anime natürlich der Hauptcharakter diese Frucht besitzt und beziehungsweise die Kräfte dieser Frucht benutzt. Und dementsprechend hat natürlich die Gummifrucht einfach einen hohen Stellenwert. Für mich nicht in der Top-Tier-Liste noch weiter oben, weil ich denke, da sind einige Früchte, die eben nochmal deutlich mehr Aura verbreiten als die Gummifrucht, aber eine solide Platz 6 würde ich immer der Gummifrucht geben, weil es einfach so ist, dass der Hauptcharakter eines Animes, der für dieses Spiel eben halt auch mehr oder minder als große Rolle dasteht, kann einfach nicht sein, dass der eben nicht in so einer Top 6 vertreten ist. So, jetzt kommen wir aber zu dem wirklich wichtigen und auch sehr schwer einzuschätzenden Platzierung, meiner Meinung nach. Weil es wirklich sehr viele Früchte gibt, die einfach, ja, schon einen ordentlichen, großen Stoß dazu beitragen. Und ich habe tatsächlich auch aus verschiedensten Gründen die Entscheidung getroffen, um bestimmte Sachen eben einfach zu benennen in dieser Top 6. Und wie gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, eure Meinung beschreiben, warum manche von den Sachen eben nicht passen oder ihr andere genommen hättet. Persönlich, wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Und auf dem Platz Nummer 5 ist jetzt die Dofruit. Es ist einfach eine Frucht oder die Frucht, wo ich ganz am Anfang angefangen habe, die gerade da rauskam. Und die hatte damals schon einen echt sehr hohen Stellenwert. Ist jetzt auch immer noch im PvP wirklich sehr beliebt. Zumindest soweit ich das noch weiß. Und verbreitet die relativ viel Angst und Schrecken, wenn es darum geht, die zu awaken. Ich weiß, ich habe die awakened. Aber für viele ist das einfach super schwierig, das zu schaffen, ohne großartig Hilfe zu machen oder zu kriegen. Und dementsprechend ist das natürlich eine, die so wirklich im Raum steht und man weiß direkt, oh, man wird mehr oder minder von Arbeit erschlagen und ja, und man ist auch wirklich richtig stolz, wenn man da irgendwelche Sachen mit erreicht hat. Von daher für mich auf jeden Fall die alleinstehende Nummer 5. Nach oben sehr viel Abstand, nach unten sehr viel Abstand. Meiner Meinung nach. Auch hier natürlich gerne schreiben, was ihr darüber denkt. Ich finde, die Dofruit zählt sowieso immer noch zu mindestens den S-Tier. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen A-Tier, aber eigentlich ist es eine S-Tier-Frucht. Die wird auch wahrscheinlich in der nächsten Zeit einfach nicht vom Thron gestoßen werden können. Beziehungsweise vom Thron der S-Tiers. Natürlich ist da immer noch so das Ding, dass da sehr viele verschiedene Früchte eben halt auch immer noch über denen steht und jetzt, wenn das nächste Update rauskommt, wahrscheinlich auch noch weiter an der Dofruit vorbeiziehen könnten. Aber ja, wie gesagt, hat auf jeden Fall immer noch eine sehr starke Aura und vor allen Dingen nostalgisch mäßig von vor zwei Jahren, glaube ich, halt immer noch eine der krassesten Fruits, die sich auch ziemlich gut innerhalb der Top-Tier-Fruits gehalten hat.
So, Platz Nummer 4, und das könnte jetzt sehr kontrovers sein, ist für mich nämlich die Trommelwirbel. Venom Fruit. Die Venom Fruit finde ich persönlich sehr crazy. Ist natürlich nicht gerade die Frucht, mit der man gut grinden kann oder so. Ist auch eine Frucht, die wirklich schwer zu leveln ist. Aber auch eine, die ein bisschen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, Können braucht, um damit kämpfen zu können. Meiner Meinung nach. Ihr könnt natürlich auch gerne anderer Meinung sein. Dann bitte nett in die Kommentare schreiben. Ist eine Frucht, die ich auch... Habe ich die awakened? Nein, die kann man gar nicht awaken, ne? Ist natürlich eine Frucht, die ich persönlich auch sehr lange gespielt habe. Sehr lange in Anführungszeichen. Klar, da gibt es immer noch andere, die natürlich nochmal deutlich, deutlich mehr, mehr Spielzeit von mir gekriegt haben. Da wird auch noch eine sehr, sehr kontroverse bald kommen. Werdet ihr dann dementsprechend hören. Also die Venom Fruit, persönlich meine vierte auf der Liste, Platz 4. Und da kann ich gar nicht so allzu sehr viel sagen. Ist einfach immer noch crazy, wenn man einen richtig guten Venom-User trifft. Ja, kann einem schon ordentlich mulmig werden. Und dementsprechend ist es halt einfach so, dass da dann doch ein bisschen stärkere Aura zu verspüren ist. So, jetzt kommt die Top 3. Und ich weiß, dass sich jetzt einige hart einscheißen werden. Aber meine drittplatzierte Fruit ist die Light Fruit. Warum die Light Fruit? Ist jetzt keine großartig krasse Fruit. Ist höchstens ein B-Tier, meiner Meinung nach. Aber auch meiner Meinung nach die beste Fruit in der ersten C. Also mit Abstand die beste Fruit, die man in der ersten C haben kann. Super schnell, super stark. Damit nimmst du alles auseinander, was du finden kannst. Erstmal. Und ist auch nicht insane teuer. Ist für mich immer noch so eine... Ja, man kann halt sagen, was man will. Aber irgendwie natürlich dadurch, dass ich... Da bin ich natürlich auch sehr biased, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen, weil ich einfach sehr, sehr lange die Light Fruit gespielt habe. Es ist aber auch eine meiner Lieblingsfrüchte. Die hat für mich einfach immer noch so einen sehr hohen Stellenwert und dementsprechend hat die halt auch einfach so eine... hat die so eine Macht über mich. Wenn ich die schon alleine hier sehe, wenn ich die hier sehe oder auch hier auf meinem Schreibtisch, habe ich eine kleine physische Version der Light Fruit und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Dementsprechend, ja, ist die einfach meine Platz 3 Frucht. Platz 2. Auch was Kontroverses ist die T-Rex-Frucht. Höchstens, also wirklich, wirklich allerhöchstens, ist das eine A-Tier-Frucht. Aber wie, ich bin halt einfach ein riesen Dino-Fan, hat für mich dann einfach einen riesengroßen Stellenwert, wenn man natürlich dann auch noch crazy aussieht mit seiner Frucht. Und gerade die Transformation sieht halt auch insanest krass aus. Einfach mega nice. Super, super stark sieht sie aus. Ist sie jetzt nicht unbedingt wirklich, aber ja, ist halt, sie sieht halt ultra krass aus. Gerade wenn man dann eben halt auch diesen Totenkopf auf dem Schädel sieht, finde ich einfach insane und strahlt einfach so eine richtige Macht aus. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich die benutzen darf, selber oder kann. Dementsprechend, muss man da einfach wirklich im Kopf behalten. Ist einfach eine krasse Frucht, meiner Meinung nach. Und in der Top 3, dementsprechend auf Platz 2. Und jetzt, ihr hättet es fast gedacht, Platz 1 ist natürlich die Drachenfrucht. Und die teilt sich die Drachenfrucht tatsächlich mit einer zweiten Frucht. Und zwar die Kitsunefrucht. Beides einfach insane Früchte. Die Drachenfrucht wird definitiv auramäßig auf Platz 1 rutschen, alleinig auf Platz 1 rutschen, sobald dann endlich das Update kommt. Und man könnte natürlich auch sagen, vielleicht ist es ja jetzt schon in der Zwischenzeit gekommen, weil ich dieses Video natürlich ein bisschen voraufnehme. Aber sind wir mal ehrlich, das wird wahrscheinlich nicht passiert sein.
Aber wenn das passieren wird, definitiv Alleinstellungsmerkmal für die Drachenfrucht. Weil es einfach der Fall ist, dass die einfach insane crazy ist. Wenn man sich schon alleine den Drachen ansieht, der sieht ja jetzt schon mega cool aus. Das wird es wahrscheinlich auch nicht weniger werden, wenn dann irgendwann die Drachenfrucht überarbeitet wird. Und Kitsune ist halt auch insane. Ist halt so eine irrsinnig teure Frucht. Schon alleine deswegen verbreitet die einfach sehr, sehr starke Aura. Und gleichzeitig ist es halt auch noch so, dass die halt einfach super, super nice ist. Super, super schnell. Super, super cool. Was soll man da noch zu sagen? Honorable Mentions, meiner Meinung nach, sind aber definitiv auch noch zu nennen. Dazu gehören dann zum Beispiel eben noch die Love-Frucht, die Magma-Frucht und eben halt auch die Buddha-Fruit. Alles auf jeden Fall welche, die man sehr, sehr hoch in der Top 10 würde ich die auf jeden Fall auch relativ hoch noch ranken. Aber ich habe mich jetzt für die ganzen Früchte entschieden, die ich jetzt hier benannt habe, aus den eben genannten Gründen. Buddha-Frucht natürlich crazy, 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 crazy. Gerade eben auch zusammen mit den ganzen Schwertern. Mega fett, krasse Coolness-Aura auf jeden Fall. Aber ist persönlich für mich einfach wirklich nur dadurch definiert, dass man dann eben zusätzlich zu der Frucht eben entweder einen Fighting-Style hat oder ja, oder eben Schwert trägt und dann ist die Aura halt eher dadurch ausgesprochen oder nochmal verbessert durch eben die Sachen, die noch zusätzlich dazukommen. Und dann kommt die Aura nicht aus der Frucht alleine und deswegen ist für mich die Buddha-Frucht da rausgeflogen. Die Magma-Frucht ist einfach mega krass für die Second Sea. Deswegen hat die für mich da auch einen sehr hohen Stellenwert. Hatte die natürlich auch sehr, sehr lange. Von daher mag ich die einfach auch sehr gerne, aber ist einfach für mich nicht so crazy. Ja, geht für mich einfach nicht crazy genug ab. Da sind die anderen einfach ein bisschen stärker in ihrem Dasein. Sogar die Lightfruit, meiner Meinung nach, weil man damit einfach die C1 so krass dominieren kann und eben halt auch durchzocken kann. Und die Larfruit ist einfach auch mega nice. Vor allen Dingen, weil man da einfach so einen ziemlich coolen Friendship-Vibe einfach hat. Und dadurch dann eben auch einfach so eine ganz andere Art von Aura verspürt, meiner Meinung nach. Nicht dieses PvP-mäßige, krass stark sein und so weiter und so fort, sondern wirklich eher Friendship, zusammenhalten und so weiter und so fort. Deswegen ist da halt auch nochmal so ein anderer Vibe und ich muss da ganz ehrlich sagen, ist auch sehr, sehr cool. Hat aber leider es nicht in die Top 6 geschafft. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu diesem Thema. Ist natürlich ein sehr, sehr subjektives Thema. Aber ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis dann und ja.